Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Riegelfreitag. Heute haben wir bloß zwei Themen. Einmal das Thema Basti, weil mich wieder ein paar Leute darauf angesprochen haben. Und eine Videoempfehlung. Und über die beiden Sachen reden wir jetzt dann gleich nach dem Intro. Ja, dann nochmal hallo zusammen und herzlich willkommen zum Riegelfreitag. Wie ihr schon seht, sie hat mich rausgesetzt. Bei dem schönen Wetter ist es heute auch ganz gut. Und praktischerweise ist heute Brückentag. Ja, da kann man sich schon raussetzen heute. Und jetzt kommen wir gleich mal zum ersten Thema, und zwar das Thema Basti. Mich haben wieder ein paar Leute drauf angesprochen. Die haben ältere Videos gesehen mit dem Basti und mir und ob es einen Basti überhaupt noch gibt. Es gibt ihn schon noch, er lebt noch, ne? Aber wir machen halt keine Videos zusammen. Erstens habe ich keinen Kontakt mehr und zweitens, wenn ihn sieht, dann weicht er mir immer aus. Also ich habe gar keine Chance irgendwie an den Rand zu kommen, ne? Also es würde auch gar nicht hinhauen, dass man irgendwie ein Statement machen, wieso er nicht mehr mitmacht und so weiter. Ist halt einfach so, dass jetzt halt einfach nicht mehr geht und ich muss halt versuchen, jetzt irgendwie, wie immer, alleine ein Video zu machen. Challenges gehen halt auch bloß die Challenges, wo man allein machen kann. 10 Arten Videos muss ich halt auch gucken, dass ich irgendwie alleine hinkriege mit Verkleiden und allem. Das geht alles nicht mehr wie früher. Und ja, Juno geht eben auch nicht mehr. Das haben wir ja auch früher gehabt gemeinsam. Ich habe letztens wieder mal versucht, in Juno Night zu kommen, weil nach so vielen Jahren habe ich gemeint, vergiss das Juno. Aber ich bin immer noch gesperrt. Sie können sich nicht anmelden, sie sind immer noch gesperrt. Naja, lassen wir es halt. Wenn ich live gehen möchte, gehe ich in YouTube oder in TikTok live. Und apropos TikTok, die Wesentliche hat mich gefragt, ob ich TikTok habe. Ich blende hier mal kurz eben ein, wie ich in TikTok heiße. Und dann kann ich ja mal in TikTok danach gucken. Die heißt da Mr. Nix at der kleine Mann 11111. Na? Also viermal die 1. Mr. Nix at der kleine Mann viermal die 1. Na? Und das ist ganz leicht zu finden, weil bei mir im Bild drin, im Profilbild, da ist der Schlumpf drin mit einer Gitarre. Weil ich mir denke, das passt, weil der kleine Mann, und da habe ich mir gedacht, ja, mache ich den Schlumpf rein, weil das ist ein kleiner Mann. Und das passt dann schon. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Dann das zweite, ich habe eine Videoempfehlung, und zwar wieder vom Kanal Leroy Wills Wissen. Habe ich ja schon mal Empfehlung gehabt, und zwar ist es wieder von seinem Format Das Treffen. Diesmal hat er ein Treffen organisiert mit einem Polizist und einem Antifas, so einem Linksradikalen oder Rechtsradikalen oder was das ist. Ich blende euch das Bild ein und verlinke es euch in der Videobeschreibung. Das Format vom Leroy Wills Wissen, das ist ganz interessant. Also der hat noch mehr so Sachen gemacht mit Treffen. Das letzte, wo ich euch verlinkt habe, und das... Die zwei Sachen sind vor allem interessant, aber ihr könnt es euch ja mal in dem Kanal umgucken. Und ja, ich finde es vor allem interessant, wie sich da der Polizist gegenüber dem Antifaschisten, den Rechtsradikalen, sagen wir mal Rechts- oder Linksradikalen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie gesagt haben, ich glaube links ist der Links, wie sich die gegenübersetzen, und da werden sie vom Leroy befragt und dann geben sie Antworten drauf und reden auch miteinander und so.
Das Format ist einfach interessant. Also es lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, das Video. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir jetzt den Riegelfreitag, weil ich richte jetzt nur kurz die Liste her und dann muss ich die Geschichte weiterschreiben, wo ich ja gesagt habe, weil wir spielen im Wohnheim Theater und da darf ich die Geschichte schreiben. Das soll so Krimi werden, haben sie mir gesagt, wo im Nagellackstudio spielt. Da soll es halt darum gehen, dass die Chefin von dem Nagellackstudio von einem Homosexuellen namens Günther und den Günther, den spiele ich. Ne? Und wer möchte, dass ich das im das vorlese, soweit ich es habe, der kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wobei, nö. Also wie gesagt, wenn ich es vorlesen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich das morgen im Kaffeeklatsch am Sonntag. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wieder mal abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, wie ich da heiße, stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Das Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wo mir Post schicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ich euch die Geschichte, wo ich fürs Theater gerade schreibe, mal soweit wie ich es habe vorlesen soll. Ansonsten habe die Ehre. Wir sehen uns morgen zu Max grüßt.